100 Zisterzienser Mönche, die weißen Mönche geheißen wegen ihrer Kleidung, stellen sich den Bürgern vor und feiern mit ihnen den Tag der Zisterzienser, vor allem mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Abteikirche der Perle des Barock, wie sie die schönste Marienkirche Bayerns sein soll. Denn Ende nächsten Jahres wollen die Zisterzienser wieder zurückkehren nach Aldersbach. Aldersbach im niederbayerischen Landkreis Passau war ehemals der Sitz des bedeutendsten Zisterzienserklosters im Herzogtum Bayern. Im Jahr 1803, während der Säkularisation, wurde das Kloster aufgehoben. Seither sind die kunsthistorisch wertvollen Klosterbauten von einer Brauerei benutzt worden und dann einige Jahre leer gestanden. Jetzt soll in dem Kloster wieder Leben einkehren. Auf Initiative des Aldersbacher Bürgermeisters Josef Kiermeier wurde ein Förderkreis zur Erhaltung der Abtei ins Leben gerufen. Die Renovierungsarbeiten laufen schon und nach Abschluss im kommenden Jahr werden auch wieder Mönche dort einziehen. Vorerst sind es 8 Patres einer österreichischen Zisterzienserabtei, die das Kloster und die klostereigenen Flächen bewirtschaften werden. Außerdem übernehmen sie die Seelsorge in einigen Pfarreien im Vilstal. Dass dies alles möglich wurde, ist zu einem großen Teil das Verdienst des Barons Aretin, der die Klostergebäude dem Förderkreis schenkte, einem Förderkreis, in dem nicht nur die örtliche Bevölkerung engagiert ist, sondern in dem auch Künstler, Kommunalpolitiker und sogar 2 Minister vertreten sind, Umweltminister Alfred Dick und Kultusminister Hans Mayer. Wir fragten ihn, weshalb er sich für die Sache Aldersbach so ins Zeug legt. Zunächst eine Bitte meiner niederbayerischen Freunde, die ja dort eine bemerkenswerte Initiative entwickelt haben. Dann natürlich die dienstliche und amtliche Berührung mit diesem Kloster. Es ist ja ein Gegenstand, ein großes Objekt der Denkmalpflege. Und ich habe gedacht, hier kommen beide Dinge, die Suche nach einem neuen Zweck für dieses uralte Kloster und auf der anderen Seite die denkmalpflegerischen Probleme so eng zusammen, dass ich da auch einen persönlichen Akzent setzen wollte und darum bin ich dem Kuratorium beigetreten. Zur Geschichte des Klosters. 1146 waren die ersten 12 Zisterzienser, sie werden wegen ihrer Ordenstracht auch die Weißen Mönche genannt, ins untere Vilstal gekommen. Im Laufe der Geschichte entwickelten sie Aldersbach zur bedeutendsten Zisterzienserabtei im herzoglichen Bayern. Ihr Abt war Visitator aller Niederlassungen des Ordens in Altbayern. Außerdem nahm er am Generalkapitel der obersten Instanz des Ordens im Mutterkloster Citeaux in Frankreich teil. Die Zisterzienser von Aldersbach betrieben eine intensive Land- und Forstwirtschaft. Allein 350 Bauernhöfe gehörten zum Klosterbereich und unterhielten mehrere Handwerksbetriebe, eine Brauerei, eine Fischzucht, eine Schule, eine Apotheke und ein Hospital. Daneben pflegten sie aber auch die schönen Künste, die Glas- und Buchmalerei und die Goldschmiedekunst. Aus dem Kreis der Zisterziensermönche gingen bedeutende Musiker, Komponisten und Gelehrte hervor. Als das Kloster dann im Jahr 1803 aufgehoben wurde, umfasste die wertvolle Bibliothek über 30.000 Folianten. Mit dem Einzug der Mönche im nächsten Jahr wird versucht, die Tradition und Bedeutung dieser Abtei wieder zu beleben. Wie sieht das Kultusminister Hans Mayer? Ich habe ja in meinem eigenen schwäbischen Stimmkreis eine ähnliche Initiative erlebt, Roggenburg. Auch das wird wieder besiedelt, nicht von Zisterziensern, sondern von Prämonstratensern, die dort ursprünglich waren. Und ich kann nur auch als Denkmalpfleger und als Kultusminister sagen, ein altes Gebäude wiederherzustellen, das ist eine Sache. Ihm einen neuen Zweck zu geben, das ist ein zweiter Schritt. Aber es dauerhaft wieder mit seiner Tradition zu verknüpfen, das ist die wirkliche Lösung, die weiterführt. Und die ist natürlich nicht möglich von Staats wegen und auch nicht mit Geld und auch nicht mit irgendwelchen Diensten, die man mobilisiert. Das muss aus dem Innern eines Ordens herauskommen. Und darum freue ich mich sehr, dass die Zisterzienser wiederum Besitz ergreifen von diesem Kloster. Ich bin ganz sicher, dass darin eine Zukunft liegt und ich freue mich außerordentlich, dass die bisherigen Bemühungen, die mehr im Bereich Zwecksetzung und Restauration lagen, dass die jetzt auch diese geistige und geistliche Reaktion beim Orden hervorgerufen haben.
Jedenfalls wird es noch eine Menge an Engagement und finanzieller Mittel bedürfen, bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein werden. In der Prälatur werden zurzeit die wertvollen Stuckaturen von Johann Baptist Modler ausgebessert. Die Gewölbe im Chor, im Kapitelsaal, in den Mönchszellen und in den Gängen wurden wieder freigelegt. Außerdem musste man das ganze Bauwerk unterfangen. Bei diesen Arbeiten hat man übrigens auch romanische Fundamente der ersten Kirche und romanische Gräber gefunden. Aldersbach muss wieder leben. Förderkreis wieder Zisterziensermönche heimisch machen. In Süddeutschland gibt es nur noch ein Kloster, in dem die typischen weißen Kutten mit dem schwarzen Skapulier zu Hause sind. Die Aldersbach nächstgelegene Zisterzienserabtei liegt nördlich von Linz in Österreich. Doch noch längst ist das Haus nicht bereit für seine neue Bestimmung, wie man hier im Salomonsaal deutlich sehen kann. Noch vor 10 Jahren war das Deckengemälde mit Darstellungen der berühmten salomonischen Urteile weitgehend in Ordnung. Heute würde die vollkommene Restaurierung bereits Millionen kosten. So schnell nagt der Zahn der Zeit. Der Aldersbacher Förderkreis ist dennoch optimistisch. Ich wundere mich eigentlich selber, dass so viel geschehen worden ist. Denn wenn man es so über den Daumen hin peilt, wir haben bis jetzt gute 300.000 bis 400.000 Mark verbaut, haben das eigentlich alles aus eigener Kraft geschaffen. Wir haben bis jetzt bislang vom Staat noch keine einzige Mühle Mark bekommen. Die Gelder sind hergekommen vom Arbeitsamt, dadurch, dass uns die Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt haben, Arbeitslose. Wir beschäftigen zurzeit 19 Mann. Das sind Leute, die eigentlich sonst stempeln würden, die bei uns arbeiten und sehr vollzügig arbeiten. Und das Geld, das wir darüber hinaus brauchen, das haben wir durch Spenden aufgebracht, durch Spenden und Eigenleistungen. Und das ist ganz gewaltig. Ich habe mir das eigentlich gar nicht erhofft, in meinen kühnsten Träumen nicht. Und ich bin jetzt der Meinung, wenn es so weitergeht, wenn vor allem der Staat jetzt endlich unter die Arme greift, und da bin ich voller Hoffnung, dann kann das gut weitergehen. Nun steuern Sie 500 Mitglieder an. Warum gerade 500? Ja, wir haben uns also eine Rechnung aufgemacht und haben gesagt, wenn wir 500 Mitglieder mit einem durchschnittlichen Jahresbeitrag von 100 Mark herbringen, dann gibt es eine bestimmte Summe und mit dieser Summe können wir wieder Darlehen aufnehmen. Wir als Kaufbereit haben wir gerechnet, so viel Geld können wir nie herbringen, was uns das kostet, denn es geht in die Millionen, in viele Millionen, aber wir können halt, wir brauchen das Geld einmal bestimmte Darlehen, dann wieder verzinsen und rückzahlen können. Und wenn man nach den Motiven für die viele Mühe fragt, so hört man echte Heimatliebe heraus, auch wenn das manchmal wie Anachronismus klingt. Und ein bisschen Kriegslist gehört wohl auch dazu, wenn man auf Mitgliederspenden angewiesen ist. So ergab es sich, dass während unserer Dreharbeiten zufällig das 100. Mitglied des Förderkreises geehrt werden konnte, mit allen guten Wünschen für die Wiedergenesung des Aldersbacher Klosters, denen man sich nur anschließen kann. Sehr bald und sehr schnell mindestens weitere 100 Mitglieder nachfolgen werden. Zur Erinnerung an diesen Tag darf ich Ihnen vom Kloster Aldersbach einen Stich überreichen, wie es einmal war. Und ich darf mich nochmals sehr herzlich bei Ihnen bedanken und ich hoffe, dass Sie bei unserem Arbeitskreis sich wohlfühlen und gut mitarbeiten. Am vergangenen Freitag haben die Aldersbacher bereits das 150. Mitglied ihres Fördervereins ehren können. Ein schöner Erfolg für alle. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Sonntag auf Wiedersehen.
Und nun, meine lieben Hörerinnen und Hörer, hatten wir noch Gelegenheit, das Gespräch zwischen zwei Zisterziensermönchen zu belauschen, die sich darüber unterhalten, wie sie wohl demnächst in Aldersbach leben werden. Nun, Frater, was treibt euch nach Aldersbach? Oh, ich geh dahin, zwängs am Bier. Aber Bruder, ihr dürft nicht so weltlich sein. Da treiben mich doch ganz andere Beweggründe. Jo, mi, Horst Heubert, welche Nachat? Oh, ich habe gehört, dass in Aldersbach der berühmte Dr. Hans Friedrich lebt. Eine der Hoffnungen des Hauses Siemens. Jo, dies gefällt mir. Haben wir das ganze Siemens-Geschwär nachher da hier? Nein, nein, dies ist kaum zu befürchten. Er ist ja in München unabkömmlich. Ja, dann ist schon recht. Ja, meine Damen und Herren, so sehen Sie, wie die Alltagsprobleme der Zisterziensermönche sich in unbeobachteten Momenten darstellen. Aber wir alle hoffen, dass dadurch Aldersbach zu neuer Blüte gelangt.